Guten Morgen. Ich starte diesen Vlog zu einer sehr, sehr unchristlichen Uhrzeit. Es geht nach Kopenhagen. Habe ich sie angerufen und das ist so eine bodenlose Frechheit gewesen. Aber die Frau wollte mir allen ernstes sagen, dass die Bilder von den Haaren im Bett nicht reichen und dass es ja nicht so schlimm wäre. What the fuck, Alter. Let's go. So, ich habe erstmal Breakfast gemacht. Das ist so das übrige Obst, was ich noch aufbrauchen wollte. Mit Joghurt, Leinsamen und Chiasamen und natürlich Coffee. So, Freunde der Sonne, kurzes Handyvideo, because ich muss erstmal eine SIM-Karte, genau. Ich weiß nicht, ich hätte schon Sprachfehler. Ich muss erstmal eine Karte ein bisschen leeren, also meine SD-Karte. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin okay müde. Ich wachte halt immer um 3 Uhr nachts auf. Das ist ungeil. Ich habe dann gegoogelt, was es bedeutet. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen, aber ein ist auf jeden Fall, dass die Leber entgiftet. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die was zu entgiften hat. Aber ich sehe mal diese ganzen TikToks. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich nicht mehr mit Sportleggings fliege, sondern mit Jeans. Ich dann weiter muss und nicht mich gleich irgendwo umziehen kann. Läuft bei mir. I'm an adult now. Kleines Update. Freunde, ich habe euch ja gar nicht mitgenommen, gell? Es war auch nichts zu filmen, weil ich dachte... Du wolltest es eigentlich filmen. Ja, aber ich muss ja telefonieren. Und dann sind schlechte Rezensionen. Also ich werde euch das... Ich werde auch... Klarnamen vielleicht nicht sagen, aber ich werde das Airbnb identifizierbar machen. Wir sind jetzt in Kopenhagen. Es war eigentlich bisher alles okay. Es war ein bisschen stressig am Flughafen. Sonst dachte ich easy. Genau, wir konnten in das Airbnb um 14 Uhr einchecken. Wir waren so 14:39 würde ich sagen, da. Und das Problem war so ein bisschen erst, dass wir die Tür nicht aufbekommen haben. Aber das war dann actually unser Fehler. Also wir mussten erst den Schlüssel von so einem Schlüsselkasten holen. Und haben dann ewig die Tür nicht aufbekommen. Und so hat schon der Kontakt mit der Frau angefangen. Das heißt, die war gegenüber uns schon ein bisschen negativ eingestellt. Hannah ist natürlich auch wieder am Start, gell? Weil mein Bruder dachte, ich fliege alleine. Nee, Hannah ist immer dabei. Genau. Auf jeden Fall, dann waren wir dort. Wir sind erstmal den dritten Stock hochgelaufen. Und haben dann schon so vom ersten Anschein gedacht, so joa, sauber, gell? Aber wir dachten noch, ja, die hat uns nämlich auch im Vorfeld geschrieben, wir müssen das dann am Ende selber putzen und so. Und dann dachten wir, das haben wohl die vor uns nicht so gut geputzt und waren schon so ein bisschen pissig. Und dann hat sie uns nämlich schon nochmal geschrieben, ob wir jetzt drin sind. Und dann haben wir gesagt, ja, und es ist ein bisschen dreckig. Und da war sie pisst, ab dem Zeitpunkt eigentlich, durchgehend. Und dann hat sie gemeint, ja, was und so. Und dann habe ich die ganzen Sachen aufgezählt und dann hat sie gesagt, ja, ich verstehe dich nicht, was denn dein Problem ist. Und ich so, ja, alles, was ich davor gerade gesagt habe. Es war wirklich alles dreckig. Angefangen von Scheiße in der Toilette, mit Ende zu Flecken. Ich möchte es jetzt nicht ausführen. Im Bett. Ja, ihr checkt. Haare. Wirklich kurze Haare. So. Na, kleiner Sprinkle. Und dann dachte ich, okay, jetzt reiße ich mich zusammen und telefoniere mit der. Weil ich habe ihr dann Bilder geschickt und da hat sie dann nicht mehr drauf reagiert und hat nur gesagt, sie klärt das mit Airbnb. So, was klärt sie, gell? Und da war uns eigentlich schon klar, die schmeißt uns raus. Was halt krass ist. Ja. Die schmeißt einfach zwei junge Frauen mäßig auf die Straße. Ja. So, weißt du? Mhm, richtig krass. Und ich meine, wir haben ja kein Hotel genommen, nicht weil wir es so in Airbnb so schön finden, sondern weil Hotels hier ab 1000 Euro gefühlt anfangen. Und dann habe ich mit der telefoniert und ich bin richtig sauer geworden. Der hat einfach gesagt, ja, dass diese Bilder, diese Haare im Bett, die reichen nicht aus für sie. Ich so... Und ich soll doch ihre Warte als Vermieterin verstehen. Und dann meinte sie, ich hätte ihr nicht genug Bilder geschickt. Ich so, keine Sorge, ich schicke ihr schon noch Bilder. Und dann meinte sie, ja, aber wir hätten ja schon geputzt und wo denn dann doch der Dreck wäre und so bla 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 und wollte das einfach grundsätzlich nicht einsehen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich finde schon noch was. Sie so, aha, du suchst jetzt also nach Schmutz. Ich so, da muss ich nicht lange suchen, ganz ehrlich. Und dann meinte sie, nee, sie möchte jetzt auch gar nicht mehr mit uns sprechen und wir klären das über Airbnb. Habe ich Airbnb angerufen und die erstatten uns das jetzt zurück. Aber ihr müsst euch halt geben, wir sind jetzt in der Stadt und haben halt kurze Zeit erstmal keine Bleibe gehabt. Ist auch spannend. Kann man auch mal machen.
Morning aus Kopenhagen. Hi. Mit Hannah. Es ist eigentlich gar nicht morgen, weil wir haben 12:30, aber ist nicht schlimm. Wir haben heute in den Tag gestartet mit ein bisschen musikalischer Untermalung seitens der Gleise auf jeden Fall. Aus unserem tollen Hotel. Das Hotel ist auch hat auch also ein paar Probleme, aber ist auf jeden Fall sauber und wir haben all in all eigentlich auch gut geschlafen da drin. Ja, und dann sind wir jetzt heute erstmal ...57, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Generell ist es aber so, es gibt so Hype-Spots hier und da ist dann wirklich jeder und alle und da stehst du dann halt auch mal eine gute Stunde einfach an, was ich super quatschig finde. Aber ja, genau. Und jetzt waren wir ewig bei Joe & Juice, weil die auch irgendwie mit ihrem Saft ja, länger gebraucht haben. Aber auch nicht schlimm, weil wir saßen da und es war ganz entspannt in der Sonne. Genau. Und jetzt gehen wir ein bisschen an den Hafen. That's what we're gonna do. Tasters. Ich habe mal wieder ein unnötiges Getränk gekauft. Geil, das ist durchsichtig. Checkt ihr das? Das ist eine Dose, aber es ist durchsichtig. Okay. Schmeckt echt gut. Das ist auch sprudelig. Sprudelig? Ja, geil. Das ist echt gut. Ich wollte es eigentlich nur kaufen, damit ich Hannah nerve. Weil Hannah hasst alle Lifestyle-Getränke und ich liebe Lifestyle-Getränke und ja. Auch wenn ich nicht mit Hannah unterwegs bin, schickt sie mir manchmal so Sachen. Was würdest du bestellen? Und ich bestelle dann immer so die ekligste Sache. Ja, Mann. Hm. Willst du probieren? Ja. Tatsächlich will ich das. Ja. Weil es sieht einfach aus wie Wasser. Ist es nicht. Es schmeckt. Es riecht. Oh. Riecht es? Riechst du das nicht? Nee. Steffi ist krank. Ich bin mal wieder krank. Ich bin immer im Urlaub krank einfach. Sehr. Es schmeckt ein bisschen wie Vitamin Water. Stimmt. Wir haben. Also. Ich habe einen Stroke oder so jetzt. Keiner. Echt? Nee. Ist doch sprudelig. Echt? Ich habe keinen Sprudel geschmeckt. Dann war bei deinem Schluck kein Sprudel dabei. Ich Hab nicht so verhältnismäßig Sprudel. So, next stop. Wir sind jetzt ein bisschen gelaufen. Wir waren im Rose Garden in so einem Schloss. Und jetzt haben wir Hunger, weil wir schon ganz lange nichts mehr gegessen haben. Und jetzt sind wir bei so einer Foodhalle. Ja, und da suchen wir jetzt was zum Fooden. Morning, Freunde der Sonne. Ein letztes Mal aus Kopenhagen. Ich weiß, der Vlog leckt schon wieder an Talking-Sequenzen, weil ich es mal wieder nicht hinbekommen habe. Und gestern waren wir katermäßig ein bisschen out of order. Aber heute ist der letzte Tag und wir fliegen heute Abend. Wir haben gestern schon eingecheckt und dann hat mir Lufthansa angeboten, ob ich nicht Bock hätte, nicht zu fliegen. Und ich war so spontan gar nicht. Da meinten sie irgendwie, dass sie mir das zahlen, lalala. Dass sie mich dann auf einen späteren Flug umbuchen würden. Das Problem ist nur, mein Flug ist schon der letzte. Und ich muss am Montag in München sein. Aber wir werden gucken, ob das dann okay ist, dass ich Nein gesagt habe. Weil ich habe jetzt einfach Nein gesagt. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass sie so trotzdem sagen, nö, der Flug ist halt überbucht. Können wir jetzt nichts machen, Formular. Ja, Hannah hat das Angebot aber nicht bekommen. Also einer aus zwei Personen ist in München. Guess who? Spaß. Und wir sind jetzt halt gerade hier noch am Packen.
bisschen und checken jetzt dann gleich aus. Und dann gehen wir ein bisschen durch Kopenhagen. Wir suchen dann erstmal was zum Frühstücken, weil aktuell hatten wir nur Gummibärchen zum Frühstück, was so nutritious-mäßig vielleicht nicht so das Beste ist. Ja, genau. Und dann laufen wir noch so ein bisschen durch die Gegend. Wir wollten noch zur Insel Holmen. Da ist Hannah. Hi. Hi. Und genau, und so. Und wir wollten noch an diesen Strand nochmal, gell? Am Magerstrand. Genau. Das ist so das Planchen. Und vielleicht machen wir noch ein paar andere Zwischenjobs. Gucken wir nochmal. Aber jetzt gehen wir erstmal los. Wir sind jetzt halt noch an den Amager-Strand gefahren. Da waren wir eigentlich schon mal, um danach zu unserem Airbnb zu fahren. Aber das hat jetzt sich ja dann alles ein bisschen anders entwickelt. Jetzt sind wir hier nochmal. Und eigentlich, streng genommen, wäre es auch die letzten Tage und heute auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt gewesen, um Polarlichter zu sehen. Es hat aber irgendwie dann doch nicht funktioniert. Also es war angekündigt vom Wetterbericht. Genau. Und das haben wir jetzt dann aber leider nicht gesehen. Deswegen müssen wir leider nochmal nach Lappland oder nochmal ein bisschen in Meer Norden. Und ja, jetzt laufen wir hier ein bisschen. Ein bisschen wie auf Sylt.